Das Wahlkampfvideo der SPD in Hessen hat es in sich. Der Spitzenkandidat der CDU wird darin in die Nähe der in Teilen rechtsextremen AfD gerückt. Auch CDU-Chef Friedrich Merz wird attackiert. Das Video endet so. Auf die CDU ist in Sachen AfD kein Verlass mehr. Wenn uns die Geschichte eins gelehrt hat, dann, dass man mit den Rechten nicht paktiert, sondern gegen sie die Stimme erhebt. Wir garantieren, dass Hessen frei von rechter Politik bleibt. Deshalb am 8.10. beide Stimmen für die Demokratie, beide Stimmen für die SPD und Nancy Faeser. Die ließ das Video nun löschen und erklärt: Das war nicht mein Stil und deswegen ist es, glaube ich, gut so, dass der Generalsekretär es runtergenommen hat. Sie haben es heute entschieden? Ja, ich habe es heute entschieden. Also wussten Sie vorher nichts von dem Video? Nein, doch. Das nun gelöschte Video ist nicht die erste Panne Faesers in ihrer Doppelrolle als hessische Spitzenkandidatin und Bundesinnenministerin. Jüngsten Umfragen zufolge liegt die Hessen-SPD mit 16% weit hinter der CDU mit 31%.